Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder ein leckeres veganes Rezept für euch, und zwar für eine China-Kohl-Glasnudelsuppe. Wir benötigen dafür insgesamt 350 Gramm China-Kohl, sowie 100 Gramm, das ist bei mir genau eine Packung, Glasnudeln. Es geht weiter mit 2 Esslöffel helle Miso-Paste, sowie natürlich Salz und Pfeffer zum Würzen und Abschmecken, eine kleine Knoblauchzehe, sowie ein Stück Ingwer, so 2 cm groß, das sollte gerieben dann einen Esslöffel ergeben. Wir benötigen außerdem 100 Gramm braune Champignons, da könnt ihr aber auch Shiitake-Pilze verwenden oder halb-halb. 3 Esslöffel Sesamöl und einen Esslöffel Sojasauce. Wo war ich noch nicht? Dann noch eine kleine weiße Zwiebel, sowie eine Stange Frühlingszwiebel. Und zu guter Letzt noch 1,5 Liter, also 1500 Milliliter, ganz normales Leitungswasser. Das wären auch schon alle Zutaten. Sehr schnell, ein super gesundes Rezept, und ich würde sagen, wir legen los. Ich habe meine ganzen Vorbereitungen gemacht, und zwar habe ich meine Champignons, die 100 Gramm, klein geschnitten, meine kleine weiße Zwiebel gewürfelt, die Knoblauchzehe geschält, die werde ich mit der Presse pressen, könnt ihr aber auch klein fein hacken. Und meinen Ingwer habe ich auch schon geschält und gerieben. Wie ihr seht, das ist so ein Esslöffel voll. Und meinen China-Kohl, achso, den seht ihr nicht, den habe ich hier in eine Schüssel gegeben. Das, also ja, er gibt so eine ganze Schüssel. 350 Gramm abgewogen und einfach auch in mundgerechte Stücke geschnitten. Und in einem Topf habe ich meine 1,5 Liter, also 1500 Milliliter, einfach kaltes Leitungswasser hineingegeben. Und dann habe ich noch in einem anderen Topf, der ist hier, die Glasnudeln hineingegeben und mit dem Wasserkocher einfach Wasser aufkochen lassen und das kochend heiße Wasser dann hier über die Glasnudeln gegossen. Die müssten jetzt schon fertig sein, dauern nur 2-3 Minuten. Das heißt, die werde ich jetzt absieben und beiseite stellen. Und in einem weiteren Topf habe ich 3 Esslöffel Sesamöl hineingegeben und erhitzt. Da gebe ich jetzt in das erhitzte Sesamöl, jetzt hat es geklingelt, ich glaube der Postbote, da gebe ich jetzt in das erhitzte Sesamöl die Champignons und die Zwiebelringe sowie den Ingwer. Ich hoffe, ihr könnt was sehen und hören. Meine Champignons, die Zwiebelwürfel und Ingwer habe ich jetzt schön angedünstet. Da gebe ich jetzt, alles auf höchster Stufe noch, da gebe ich jetzt die 1,5 Liter Leitungswasser dazu. So, also die 1,5 Liter Leitungswasser immer noch auf höchster Stufe lassen. Jetzt presse ich den Knoblauch rein, also die eine kleine Knoblauchzehe. Mit 2 Esslöffel Miso-Paste. So. Und noch einen Esslöffel Sojasauce. Alles gut verrühren. Das lassen wir jetzt einmal aufkochen und drehen das dann erst zurück. Jetzt würze ich das Ganze schon mal mit ein wenig Pfeffer und Salz. Pfeffer und Salz schmecken wir aber nachher noch ab. Das reicht erstmal. So, jetzt einmal kurz aufkochen lassen. Jetzt habe ich das Ganze zurückgedreht auf niedrige Temperatur und gebe meine 350 Gramm China-Kohl Stück für Stück dazu. Ihr braucht da schon einen großen Topf. Der verkleinert sich ja noch, der China-Kohl. Und das lassen wir jetzt 5 Minuten lang köcheln, bis der China-Kohl schön weich geworden ist. Und in der Zeit, während das 5 Minuten köchelt, werde ich jetzt mal eine Frühlingszwiebel in Ringe schneiden. Die kommen nämlich am Schluss erst zum Garnieren drüber. So, wir sehen uns aber jetzt gleich noch. Wie gesagt, 5 Minuten köcheln lassen, niedrige Temperatur. Jetzt die Frühlingszwiebel schon mal in Ringe schneiden. Die Glasnudeln habe ich abgesiebt. Und gleich in 5 Minuten schmecke ich das noch mit Salz und Pfeffer ab. Und dann geben wir die Glasnudeln noch dazu, damit die noch schön den Geschmack annehmen und noch warm werden. Die Glasnudel könnt ihr entweder im Ganzen hineingeben oder ihr schneidet die jetzt auch in kleine mundgerechte Stücke. Meine Suppe wäre jetzt fertig. Der China-Kohl ist weich geworden. 5 Minuten hat das Ganze gedauert. Und ich habe das jetzt gerade schon mit Salz und Pfeffer noch abgeschmeckt. Ich habe noch ein bisschen Salz und Pfeffer benötigt.
Und meine Glasnudeln, die ich ja abgesiebt hatte, habe ich mit einer Schere ein bisschen klein geschnitten, weil ich finde, dass in der Suppe dann ja, kann man das besser essen, anstatt wenn man diese langen Dinge hat. Deswegen habe ich die ein bisschen klein geschnitten. Und jetzt lasse ich das nochmal so 2-3 Minuten hier drinnen, schmecke dann nochmal ab, aber eigentlich ja, passt das jetzt mit dem Salz und Pfeffer so. Und dann können wir das Ganze jetzt auch schon anrichten und nur noch mit den Frühlingszwiebelringen garnieren. Ja, ihr Lieben, ihr habt die Suppe ja schon gesehen. Ich habe das jetzt in eine Schüssel gegeben mit den Frühlingszwiebeln noch drüber. So sieht es aus. Ich kann es schlecht kippen. Ich mache aber wie immer ein Foto für euch und poste es dann auf Instagram. Deswegen folgt mir da auch sehr gerne. Dann seht ihr das. Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr es ausprobiert. Das ist ein super, super gesundes Rezept. Lecker, nahrhaft. Und ich lasse euch unten in der Infobox noch weitere Chinakohl-Rezepte da. Da habe ich schon mal einen Chinakohl-Salat unter anderem abgedreht. Der ist auch sehr lecker jetzt für den Sommer. Und auch noch Glasnudel-Rezepte, zum Beispiel für einen Glasnudelsalat und auch noch andere Gerichte mit Glasnudel und Chinakohl. Ja, schaut sehr gerne unten überall vorbei, wenn es euch interessiert. Und ich würde mich sehr über ein Abo freuen. Deswegen lasst mir sehr gerne eins da und bis zum nächsten Mal.